Hallo ihr Lieben, es geht los. Maybe ist heute an Tag 58 der Trächtigkeit. Es ist übrigens 15:30 oder so. Ich habe nicht auf Uhr geguckt. Mein Mann ist mit den Kindern gerade mal auf dem Spielplatz. Das heißt, hier ist jetzt auch wirklich Ruhe und ja, mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert. So, da ist der Gehwurf. Es sind wieder zwei Rüden und drei Hündinnen. Farblich gesehen kommen sie alle nach dem Papa. Ja, es war schon eine aufregende Nacht. Also ich konnte wirklich nicht so viel nebenher erzählen. Die Wehen haben ja schon angefangen so um 3:30, glaube ich. Da habe ich das erste Video aufgenommen. Das zog sich dann aber noch eine ganze Weile und die Presswehen haben dann auch gar nicht mehr so lange gedauert, aber es kam noch kein Welpe. Viele wissen das vielleicht nicht, aber Maybe hatte schon mal einen Wurf und der war, der ist per Kaiserschnitt geboren worden, weil ein großer Junge namens Riley einfach mit dem Rücken zum Becken lag und viel zu groß war. Also den hätte sie nicht rausbringen können. Deswegen war das damals ein Kaiserschnitt. Wenn man das schon mal erlebt hat mit dieser Hündin, die jetzt in den Wehen liegt, dann ist man einfach die ganze Zeit alarmiert. Und so war es dann gestern auch.
Ich hatte eine Standleitung da zu einer Züchterkollegin, die mich dann immer wieder ein bisschen beruhigt hat und ja, ich solle noch abwarten, was letztlich dann auch richtig war. Um 20.58 Uhr ist Maybe dann schön hier aus der Wurfkiste raus, hier aufs Parkett, da ist dann die Fruchtblase geplatzt. Das war dann das erste Mädchen. Das nächste war auch ein Mädchen und ich dachte schon, oioi, die sehen sich aber ganz schön ähnlich, wie willst du denn die auseinanderhalten? Naja, vielleicht ist das Gewicht ja sehr unterschiedlich, sah aber schon nicht so aus und auf der Waage war es dann wirklich exakt die gleiche Grammzahl wie das erste Mädchen. Ich habe dann einem Mädchen ein paar Haare am Hintern abgeschnitten, damit ich die auseinanderhalten kann. Als nächstes kam ein kleiner Junge und dann wieder ein Mädchen, was wieder so aussah wie die ersten beiden. Heute gibt es da schon doch ein paar Unterschiede, aber wenn die alle noch so nass und zerknautscht da rauskommen, dann ist es erstmal schwierig, ne? Dann der letzte Welpe ist kurz vor 11 gekommen, also insgesamt hat sie 2 Stunden gebraucht für die 5. Ja, es geht ihr gut, sie hat genug Milch, ist auch schon eine Runde durch den Garten geflitzt, weiter weg würde sie nicht gehen. Und jetzt kommt eine ganz aufregende Zeit, also in 2 Wochen. Noch ist es nicht so aufregend, noch liegen sie eher rum und wachsen, trinken und schlafen. Das hier sind die ersten beiden Mädchen. Sind die nicht süß? Das ist das Mädchen, was keine Kennzeichnung hat. So, ihr seht gerade geboren, die Augen und auch die Ohren sind noch fest verschlossen. Und hier sind die beiden Jungs. Der eine deutlich kräftiger als der andere. Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt über die Entwicklung der Babys, dann lasst mir doch ein Abo da. Bis die Tage.